Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unstable 1.8, wieder mit einer Wand. Was für ein beschissenes Mistvieh. Okay, wir brauchen hier keine Lava, wie ich erst dachte, sondern wir brauchen Zinn. Steht auch hier drin, wenn man sich das mal durchlesen mag. Pro Prozess irgendwie 20 Millibuckets Molten Zinn. Habe ich gemacht, geschmolzen und jetzt haben wir hier einmal den lustigen Strukturpipes. Die sind ganz einfach gemacht aus bisschen Glas und bisschen Eisen. Die kann man jetzt umwandeln in zum Beispiel Strompipes, so wie das mit einem Redstone-Block oder ja, Fluid-Pipes mit einem Bucket zusammengecraftet. Und das habe ich hier gemacht. Dafür gibt es auch diese hübsche Wrench. Wenn wir jetzt mal hier rechts klicken, kommen wir in ein Interface, wo wir dann einstellen können, welche Seite was machen soll. Kommt ein bisschen vor wie von dem Vakuumhopper und so ist es auch. Hier stellen wir jetzt ein Input und jetzt wird hier das Zinn reinge ja, transportiert. Transportiert. Jetzt können wir hier sagen Start, Motherboard, Prozessoren, 4 Stück, Start. Hallo? Start? Start? Ich bin verwirrt. Ist eine Maschine, das hier zu Style Upgrade, bla 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 bla. Was? Once Upgrade, Install. Ja, ich weiß, einmal drauf, können Sie nicht wieder. Aber warum zum Teufel kann ich jetzt. Ich kann Start nicht drücken, warum nicht? Ich habe Strom, ich habe Prozessoren. Moment. Hier. Warte mal. Das können wir mal kurz testen. Aha. Oh. Gut zu wissen. Okay, also nicht pro Slot, sondern einfach, wir können hier auf einen Haufen legen. Gut. Kriege ich jetzt mal bitte Strom? Hallo? Nein? Kein Strom? Gut. Anscheinend falsch eingestellt. Dann eben kein Input. Both. Both. Off. Hoppala. So vielleicht? Oder ist es so gemeint, dass mit Input in die Pipe gemeint ist? Das kann natürlich auch sein. Input. Aha. Das sieht doch gut aus, oder? Was? Nein, jetzt hat er wieder aufgehört. Ernsthaft? Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's, glaube ich. Hoffe ich? Hoffe ich sehr? Oh nein, jetzt. Aber es geht noch, oder? Es wird weniger, das ist gut. Ja? Oh Mann, ey. Das beobachten wir jetzt hier, dass mir nicht wieder irgendwas abhanden kommt, aber es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Ja, noch ist es ein bisschen suspekt, der Mod, aber es wird, es wird, es wird. Jawohl, ja. Aber gut zu wissen, dass wir anscheinend sehr, sehr viel auf das Motherboard drauf packen können. Ich weiß gar nicht, ob es Begrenzungen gibt. Soweit habe ich jetzt nicht gelesen. Nice! Ah. Cool. Cool. Das wollen wir jetzt mal, Entschuldigung, direkt testen. Am besten jetzt testen. Flip. Ja! Es funktioniert. Es funktioniert. Yes, Baby. Yes. So, jetzt würde ich gerne das hier bitte mal abbauen. Oh nein, ist schon wieder Nacht. Mein Bett ist übrigens kaputt, deswegen. Nein! Gott! Da kriege ich jetzt schon wieder einen halben, ne? Nervenzusammenbruch hier. Ach, Mann. Redstone. Wir haben nicht mehr so viel Redstone. Drei muss reichen. So. 1, 2, 3 reicht sogar. So. Okay, du darfst dich nach unten hin disablen. Danke. Hier ist Input. Und die zwei kriegen jetzt, hoppala, Strom. Correcto mundo. Ja. So. Electric Alloyer. Wir brauchen hier Strom. Was habe ich gesagt?
100 Ticks. Wir haben hier 70. Wenn ich einen zweiten Furnace baue, dann könnten wir das hinkriegen. Halt, nein, das war schon richtig so. Neotech. Electric Furnace, nein. Electric, nein. Generator, ja. Haben wir noch andere Generatortypen? Chunkloader? Nee. Außer natürlich die Dinger, das ist klar. Flushable Chest. Was bist du? Du bist auch nix. Electric Lumber, Creative Area Storage. Also Storage, Pumpe, Zentrifuge. Also nur den Generator. Okay. Das ist Chest, zwei Furnaces. Okay. Ja. Zwei Furnaces, Redstone, eine Chest. Chest. Eisen. So. Wunderbar. Dann Motherboards. Wie? Aha. Ein Motherboard für dich. Und die Prozessoren. Och Gottchen. Das tut weh. Kann man die einfach eigentlich mehrfach bestecken, die Motherboards? Gute Frage. Habe ich überhaupt noch Redstone? Redstone habe ich noch für eins. Das ist auch kacke. Wir brauchen... Oh, schon gut. Aber Redstone, wir haben kein Redstone mehr. Das ist dann schon ein Problem. Was kann ich hier raus machen? Das sind Resonating Crystals. Okay. Interessant. Nun denn, Resonating Crystal Gedönse können wir uns auch nochmal angucken, aber nicht jetzt. Das machen wir später. Redstone-Probleme, das ist natürlich doof. Aber unten war noch Redstone, das weiß ich. Ach nee, wir können uns ja nicht hinlegen, wir haben ja kein fucking Bett mehr. Habe ich denn genug Strings? Wahrscheinlich nicht, hm? Nope. Verdammt nochmal. Oh ja. Betrete die Wildernis. Schon fängt es an zu laggen wie Sau. So, Platz haben wir. Weil die Turtle hat nämlich unten Redstone freigelegt, meine ich. Kann ein bisschen graben gehen. Komm, gib Gummi. Hopp, hopp, hopp. Und das Essen nicht vergessen. So. Die hat hier rechts gegraben. Hier haben wir auch Lava freigesetzt. Das war ganz gut. So, Redstone, wo warst du? Ah ja, einmal hier. Sehr schön. Und ein Dänst Ohr. Auch gut. Kohle. Aha. Aha. Ah ja. Hier ist die Lava. Sehr schön. Dann, ich hatte aber noch mehr Redstone hier irgendwo. 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 Da. Ah, immer nur so wenig. Das ist kacke. Wie viel haben wir? Naja, naja. Wir müssen dringend mehr Lack auf unsere Spitzhacke draufpacken. Aber ich habe ja wieder Lapis gefunden. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich quasi... Ertrag immer und immer mehr erhöhen. Höhen, höhen. So, hier ist sonst nichts mehr drin. Nopsie. Gut. No risk, no fun. Wunderbar, hat funktioniert. So, ich wollte mehr Prozessoren. Wie viel will ich denn? Ich habe jetzt, wie viel habe ich? 70, ne? 4. Ja, wir nehmen 4. Können wir das Ding nochmal neu durchbrennen? Geht das? Gucken wir mal. Ich glaube, das geht nicht.
Okay, nehmen wir halt das neue Motherboard. Und rein damit. Ah ja, es läuft. Es läuft, es läuft. Sehr gut. Dann können wir den zweiten schon mal aufstellen. Der kommt hier rein. So, hehe. Jawohl, ja. Das macht Spaß mit dem Zeugs. Yay. Ich brauche mehr Kohle. Aber können wir ja auch machen mit der Spitzhacke, die wir jetzt mal eben kurz upgraden können. Mit Lapis. Ein Lapis, ernsthaft? Oh mein Gott. Von 180? Das ist hart. Okay. Was soll's? Hauptsache Fortune 1. Naja. Okay. 4 Prozessoren. Schwubbidi-wubbidi. 60er pro Dick. Und hier. Zack. Hier die 70. Mehr Kohle. Und dann können wir loslegen. Ich habe so wenig Kohle. Warum denn? Oakwood kann man nochmal durchbrennen. So. Dann bekommst du Kohle und du. Du bekommst hier dein Output. Zack. Wunderbar. So, jetzt sollten wir aber mal hier so ein Eisen geschmolzen kriegen, oder? Hoffentlich. Sieht gut aus. Warum braucht denn das so lang? Ist ja furchtbar. Ich hätte auch gleich ein Erz nehmen können. Ich hält. Naja. Passt schon. Wie kriege ich es darüber? Wahrscheinlich mit einer Pipe. Dann brauche ich noch eine Dingenspipe. Eine Fluidpipe. Eine weitere. Alle hüpf. Ja. Eine Kohle brauche ich trotzdem noch. Ach je. Wie viel Ticks braucht das Ding? 1000 Ticks. Okay. Sehr schön. Dann brauche ich Platz für die Pipes. Zack, zack. Input. Eisen. Jetzt kommt die Kohle. Geht das überhaupt? Ja, geht. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Ja. Läuft, läuft. Wir haben es kapiert. Läuft. Prost erstmal. Ja. Das ist die Decke, okay. wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Denn wir brauchen ja 4 Stahl. Deswegen. Oh, wir können doch bestimmt auch einen Block nehmen, oder? Müssen wir eben testen. Am besten jetzt testen. Ein Block hiervon. Ein Block hiervon. Aha. Hier kriegen wir unser Stahl. Sehr schön. Kriegen wir jetzt hier so ein Ding geschmolzen? Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Sehr schön. Dann brauche ich noch den Soldifier. Das bist du. Ja, erstmal zum anderen. Erstmal ein bisschen zusammenbappen lassen. Gut, gut, gut. Oh, oh, oh. Strom macht schlapp. Komm schon, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. Komm schnell, schnell, schnell. Kacke. Abgebrochen. Scheiße. Gut. Nein. So ein verdammter Mist.
Toll. Mega viel Strom verbraten für nix. Das wiederum nicht so schön. Gut. Während das Zeug hier fleißig vor sich hin bubbelt, gehe ich noch ein bisschen Kohle holen. Perfekt. Klingelingeling. Bisschen Kupfer brauchen wir nicht. So. Hier gab's nix. Schön ab nach unten. Hier ist noch mehr Kohle in der schönen Schlucht. Yeah. Okay, dann wenn wir die ganzen Dinger dann endlich fertig haben, dann bin ich auch froh, erstmal aus dem Technik-Abteil wieder raus zu dürfen, denn ich kann es kaum erwarten, weiter mit Towncraft zu machen, muss ich sagen. Ja, ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Hihi. So, wie schaut's aus? Du bist durch, dann bist du jetzt dran. Danach darfst du wieder. So. Hier kann losgelegt werden. Wunderbar. Okidoki. Ja. Ich überlege, was ich für den Boden hier rein tue, weil der Boden aus diesem geschüttelten Diorit ist einfach nur große, große Scheiße. Hier ist mir übrigens... Das Ding ist übrigens brennbar und kaputtbar. Ist es aus Zucker oder was ist mit dem Ding los? Alter, Vater, ey, es ist doch unfassbar. Ich glaube, ich nehme geschüttelten Cobblestone. Macht das Sinn? Vielleicht geht es ja genauso schnell kaputt. Wo ist mein Schüssel? Warum habe ich zwei Schüssel? Warum? Das macht keinen Sinn. Egal. Kleine Bricks hier. Okay. Die sind genauso scheiße. Warum? Was? Warum macht Schüssel das? Das verstehe ich nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, nö. Jetzt haben wir hier so ein schönes... Ach, Gott. Uncool. Sehr uncool. Nun ja. Haben wir es mal langsam hier? Du bist durch. Sehr schön. Dann darfst du wieder loslegen hier. So. Nur aber. Hoffentlich. Mal gucken. So. Das dauert auch wieder eine halbe Ewigkeit. 3 Milliarden Ticks. Ne, auch 1000 Ticks, ne? Okay. Das Ding kann man aber echt krass aufwerten. Mit dem Motherboard. Ist schon heftig. Muss ich sagen. Mobnet. Oh. Oh, ein Safari-Netz. Oh yeah, baby. Cool. Molten Steel, juhu. Das gefällt mir. So, die können weg. 1, 2. Sehr schön, dann kann ich das mal in den Tank packen, hier. Alle hopp und alle hopp. Nein. Jawohl, jetzt haben wir hier wunderbar ein bisschen Stahl drin. Jawohl. Läuft bei uns. Sehr schön. Gut, 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 gut. 4 Ingots brauchen wir für unseren... Wie hieß das Ding noch gleich? Nicht Combiner, sondern...
Zentrifuge, genau, die Zentrifuge. Zentrifuge. Da können wir schon mal uns vorbereiten. Mit zwei Tanks und einiges an Eisen. Glas habe ich noch. So. Ach, der Eimer. So. Zentrifuge. Oh. Glas habe ich nicht gemacht. So. Dann eben so. Du kommst klar? Ja. Wie viel ist hier drin? Einiges, glaube ich. So, nochmal durchlaufen. Und Glas. Go, go. Kann ich schon mal den Eisenblock machen. Was brauche ich noch? Zwei Redstone-Blöcke. Habe ich noch so viel Redstone? Ja, doch. Haben wir zum Glück noch. Schön, schön. Wunderbar. Gib mir das Glas. Gracias. So. Zap, zap, zap. Duppi, duppi, do, di, dap, di, bu. Und so. Bist du durch? Noch nicht ganz. Zack. So, das sollten 4 Ingots sein. Das können wir mit Trick 17 im Übrigen in unsere Schmiede fließen lassen. Trick 17 ist das hier. Tank. Faucet. Und in den Drain reinlaufen lassen. Ist das nicht... Warte mal. Das muss, glaube ich... direkt dran. Nicht... Hallo? Faucet? So war das nicht geplant. So. Du kommst mit. So. Trick 17, um in die Schmiede reinfließen zu lassen. Einfach direkt in den Drain reindrainen lassen. Super praktisch. Ihr seht, da ist der Stahl. Jetzt können wir ihn ausfließen lassen. Yay! Trick 17 vom Profi. So, so ist übrigens meine Schmiede. Gut verpackt in der Decke. So, jawoll. Stahl, frischer Stahl. Yippie-yay, Schweine. Stahlbacke. Ihr macht das schon. Letzte. Und her mit der Zentrifuge. Mhm. Jawohl, ja. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht unterbrechen. Nicht mehr viel. Ach, was soll's. Ist okay. Ist okay. So. Wunderbar. Jetzt brauchen wir Mutterborde. Denn wir können hier... Wie wir sehen, Hard Drive Control. Grades give you access to Redstone Control. Nee, nicht ganz. Expansion. To configure the automatic In- und Output of the Machine bedeutet, wir können aus diesem Electric Crucible eine Art Thermal Expansion Maschine machen. Das heißt, wir können, so wie mit Thermal Expansion, verschiedene Farben auf verschiedenen Seiten halt in- und outputten lassen. Das wäre ziemlich geil, aber ich glaube... Wenn man, ich muss nochmal nachlesen, ob man die Motherboards nochmal aufwerten kann und wenn ja, wie genau. Das wäre ganz geil, ansonsten müssen wir halt dem Ding direkt mal die volle Dröhnung verpassen. Und zwar auf jeden Fall halt die Expansion. Control ist nicht nötig, Hard Drive, Maximum Energy Storage, nee, aber Prozessoren wieder drauf, das ist ganz praktisch. Bei 112 Ticks, er braucht 1000 Ticks, also wären 5 schon angebracht. Au, das wird uns hart ins Fleisch des Diamanten schneiden. Wir haben noch 21, wobei das eigentlich nicht so schlimm wäre. 5 hierfür, 5 hierfür, 5 hierfür. Kostet alles gleich viel, ne?
5 für jeden fände ich toll. Heißt 15 Diamanten. Da haben wir noch 6 übrig. Quatsch, nehmen wir auf unsere Kappe auf jeden Fall. So, mal kurz gucken. Wir haben 25 Minuten vor. Ich würde sagen, das war's immer für diese Folge. Ich bereite die ganzen Upgrades schon mal vor. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hoffentlich endlich unser Gold verdreifachen. Und bis dahin, ciao, ciao.